Herzlich willkommen zurück hier bei Robby Rob und wir schießen jetzt los in die Geschichte. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Klasse, schieß los. Vor circa 30 Jahren heuerte ich auf der SS Entenschreck an. Wir waren eine kleine Mannschaft auf der Suche nach einer uralten Schatztruhe, die irgendwo in einem unkarierten Bereich des Meeres versteckt war. Mitten in jenem Bereich stießen wir mit unserem Schiff auf eine Insel. Blauäugig, wie wir waren, gingen wir an Land. Jedoch warnte man uns schon seit der Planung der Reise vor dem unheilvollen Blöken, das man dort gelegentlich hören sollte. Auch wir hörten es, als wir an Land gingen. Mö, mö. Ein Vorbote großer Gefahr, sagte man. Wir ignorierten es und fanden nach ein paar Stunden und einer entfernten Höhle die besagte Schatztruhe. Als wir mit der Truhe wieder unser Schiff erreichten, erkannten wir das Unheil, in welchem wir uns längst befanden. Tausende von Riesenschafen mit nasser, vollgesogener Wolle lärmten an der Küste. Der Meeresspiegel befand sich mindestens 5 Meter tiefer und der Kiel des Schiffs lag auf dem Trockenen. Es gab keinen Zweifel daran, dass es sich hier um die legendären Schwammschafe handeln musste. Ernsthaft jetzt? Wir hielten sie bis dahin nur für ein Märchen, entstanden an Kneipentischen. Aber hier entpuppten sie sich als grausame Realität. Diese verfluchten Schafe saugten den Ozean regelmäßig mit ihrer Wolle auf. Wie denkst du, entstehen sonst Ebbe und Flut? Was für ein unglaublicher Schwachsinn! Ruhe! Die Biester drohten, ihr größtes Schaf mit der meisten und dicksten Wolle auch noch ins Wasser zu schicken, wenn wir den Schatz nicht da ließen. Um eine ökologische Katastrophe zu verhindern, befolgten wir ihren Befehl und machten uns aus dem Staub. Bis heute verfolgen jeden meiner Mannschaftskollegen furchtbare Albträume, in welche die Schwammschafe wiederkehren und den Schiffen einfach das Wasser unter dem Kiel wegsaugen. Nette Geschichte, aber an dem Spannungsbogen musst du noch arbeiten. Was? Was für ein Schwachsinn. Okay. Nochmal deine Geschichte? Oh nö. Wie war das nochmal mit dem Fährmann? So ist es. Ich bin Bolek. Bolek der Fährmann. Eine Robbe der Tat und des Abenteuers zur See. Warum kann ich das nochmal anklicken? Lass uns über... Erzählst du mir nochmal deine Geschichte? Klar. Lass mich dir die Geschichte erzählen. Ein andermal vielleicht. Okay, jetzt haben wir aber alles. Ich muss wieder los. Gib Acht, Jungchen. Wir haben stürmische Zeiten. Ja, und er schläft direkt wieder. Oh, Bolek, er ist nett. Eine Wärmequelle an kalten Wintertagen. Kann ich da was machen, mitmachen? Außer Asche werde ich da drin nichts finden. Oh, schade. Ich kann die gesamte Küste von hier überblicken. Hm. Was für ein schönes Bild. Eine grüne Wiese, tief im Schatten von gigantischen grauen Bergen. Moment mal, das sind gar keine Berge. Das ist Boleks Familienporträt. Eieiei. Bolek wird sich schon etwas dabei gedacht haben, als er es hier an die Wand hing. Hat er gerade gefurzt? Was für ein schönes Bild. Eine grüne Wiese, okay. Tief im Schatten von gigantischen... Moment, das ist... Okay, es sind nicht zwei unterschiedliche Bilder. Das ist wohl das hochwertigste Stück dieser spartanischen Einrichtung. Okay. Nur Seemannsgerümpel drin. Oh, schade. Sonst nix? Was? Boden. Schön dreckig und verstaubt. Ein echter Seebär hat nun mal keine Zeit zum Saubermachen. Hm. Vermute ich zumindest. Schade. Kein Geheimversteck. Ah, Mist. Und da? Keine Luke sichtbar. Okay. Ich würde zu gern sehen, wie Bolek an diese Fächer herankommt. Verschlossen. Soll mir aber recht sein. Was? Ausgang? Ich kann die gesamte Küste von hier überblicken. Da auch? Okay, okay. Solche Sachen wie zum Beispiel das da mit dem oberen Schrank, das sind immer so Sachen, wo ich mich frage, so, okay, muss ich dazu jetzt noch was finden, um da nochmal reinzugucken, oder ist das wirklich, dass er sagt so, ist egal. Ah. Ein enormer Haufen aus Felsen und Dreck. Der liegt hier sicherlich nicht zufällig herum. Hm. Mit bloßem Huf bekomme ich diesen Berg nicht fortgetragen.
Aha, ich brauche also Werkzeug. Als ich klein war, habe ich oft hier gesessen und auf die See hinausgeschaut. Moment mal. Hübsch. Da ist eine kleine Muschel. Oh. Was für ein Prachtexemplar. Können wir sie öffnen? Es wäre wohl zu schön, wenn darin wirklich eine glänzende Perle wäre. Oh, da ist ja tatsächlich eine drin. Sachen gibt's? Wie sie glänzt. Ah, wir sind reich. Sonst noch was? Als ich klein war. Nee, schade. Okay. Dann auf in die Grotte. Wer ist denn das? Waschbär mit Glas. Okay, eine exakte Täterbeschreibung. Grüße. Psst, ich bin ein Stein. Was? Ein Stein? Pfoten weg von diesen bewusstseinserweiternden Pilzen. Nein, du verstehst nicht. Das ist meine Taktik. Hä? Ich versuche schon seit 3 Tagen, einen dieser leuchtenden Käfer zu ergattern. Aber diese Tierchen sind so furchtbar scheu. Wenn ich mich lange genug hier aufhalte und mich nicht bewege, denken sie sicherlich, dass ich ein Stein bin. Sobald einer der Käfer auf mich krabbelt, schlage ich zu. Aber du bewegst doch schon den Schwanz. Und deine Hand bewegst du auch. Und sogar deinen Kopf bewegst du. Bescheuerte Taktik. Das ist die bescheuertste Taktik, die ich je gehört habe. Hey, nicht so gemein. Du bist ja nur neidisch auf mein eisernes Durchhaltevermögen. Aber meine große Stunde wird kommen. Vielleicht schon morgen oder übermorgen oder am Tag danach. Du erreichst mal Großes, mein Freund. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Die Tiere in der Stadt machen ein riesiges Theater. Alle rennen nervös durch die Gegend wegen so einer komischen Panikmache. Die Wölfe sind wieder unterwegs, sagt man. Die bösen Wölfe zerstören unsere Bäume und Häuser, sagt man. Ich sage, kommt alle mal runter, meine Güte. Weißt du etwas über die Wölfe? Ach, jetzt hör mir doch bitte damit auf. Wölfe hier, Wölfe da, Fidi-Ralala. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Dieses aufgebrachte Gegacker ist schlimmer als in jeder Hühner-WG. Also meinetwegen können mir die Wölfe gestohlen bleiben. Ich habe noch nie einen gesehen. Und das ist auch gut so. Schon mal drüber nachgedacht, dass der König vielleicht selbst hinter diesen Vorfällen steckt? Na, der ist mir sympathisch, aber nee, ich glaube nicht, dass der König dahinter steckt. Wird das jetzt ein Ausflug in finstere Verschwörungstheorien? Ach komm, das glaubst du doch selbst nicht. Ach komm, das glaubst du doch selbst. Was ist mit... Zugegeben, manche Theorien hören sich wirklich etwas unsinnig an. Geheime Spatzenorganisationen in versteckten Waldgebieten sammeln Informationen über uns alle. Barden senden unterschwellige Botschaften, wenn man sie ihre Texte rückwärts singen lässt. Und ich habe mal gehört, dass unsere Welt angeblich rund sein soll. Stell dir diesen Käse nur mal vor. Wir hatten gerade keinen Körper. Wird das jetzt ein Ausflug in finstere Verschwörungstheorien? Es gibt vieles, das wir nicht missen. Informier dich mal ein bisschen. Und das nicht nur über offiziell anerkannte Schriftrollen. Die da oben hätten genug Gründe, uns mit künstlicher Panik gefügiger zu machen. Und woher soll ich wissen, dass der König nicht vielleicht ein weltzerstörendes, schwebendes Thunfischcreme-Monster ist? Ich selbst habe ihn schließlich noch nicht mit meinen eigenen Augen gesehen. Thunfischcreme? Das ist nicht mein Fachgebiet. Sind hier zufällig 2 Rehe vorbeigekommen? Ich habe nichts gesehen. Wieso? Meine Eltern sind kürzlich verschwunden. Irgendetwas ist geschehen. Ach du Schande. Ich halte die Augen offen für dich. In Ordnung? Och, die sind alle so lieb und nett. Willst du dich nicht lieber in Sicherheit begeben? Warum sollte ich? Dann würde ich doch genau das machen, was die da oben wollen. Reden wir über andere Dinge. Hat ein bisschen was von der Corona-Pandemie damals. Und? Hat sich schon etwas getan? Ich glaube, dieser eine Käfer hat sich schon 1 Millimeter in meine Richtung bewegt. Bald wird es soweit sein.
Kann ich dein Glas haben? Tut mir leid, aber das Glas ist außerordentlich wichtig für mich. Das glaube ich. Ich gehe mal wieder. In Ordnung, aber sei etwas leiser. Haben wir jetzt eigentlich seinen Namen? Nein. Wir wissen immer noch nicht, wer er heißt. Irgendwer muss hier wohl vor langer Zeit gelebt haben und hat seinen ganzen Krempel hier gelassen. Aufräumen kann von mir aus der Eigentümer dieses Gerümpels. Okay. Was für sonderbare Tierchen. Ich glaube, sie sind sehr selten. Diese Käfer lassen jedes Glühwürmchen von Neid erblassen. Oh. Sie entwischen immer wieder. Sicherlich mögen diese Käfer es nicht, wenn man ihnen zu nahe kommt. Oh Gott, wie süß. Okay, tiefer in die Höhle kann ich nicht. Sie entwischen immer wieder. Sicherlich mögen diese Käfer... Ja, 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 komm. Da komme ich nicht noch hinauf. Oh, schade. Diese Höhle ist doch nun wirklich kein Platz zum Müll entsorgen. Okay. Schade, schade, schade. Aber haben wir nun hier die Leuchtkäfer, halten wir uns das mal im Gedächtnis. Und, Pfad, also die Küste, Maulwurf, Wald, Tal der Elstern, das gallische Dorf. Tja, wo könnten wir jetzt irgendwas Neues herbekommen? Vielleicht ihm das geben zum Bezahlen? Vielleicht kriegen wir die Schals dafür? Oh, da habt ihr ja etwas ganz Edles gefunden. Aber ich hoffe doch, ich stoße euch nicht vors Geweih, wenn ich sage, dass ich nur Bares nehmen kann. Oh, so ein Mist. Guten Tag. Kann ich euch ein weiteres Mal für meine erstklassigen Waren begeistern, Freund? Der hat ja noch mehr Fackeln. Na. Ich komme. Was mit ihm? Ihr seid so, konntet ihr... Nein, noch nicht. Na. Ich aber bleib... Hallöchen. Hallo, ich rede mit dir. Grüße, mein Freund. Der erinnert mich ein bisschen an Cubby von den Gummibären. Irgendwie so ein bisschen. Ich bin dann... Pass auf dich auf. Hübsch? Wie viel? Oh nein, mit ihm. Und? Im Moment ist mir alles recht. War nett. Bleib. Hey. Na, genau in dem Moment trinkt er was. Frechheit. Nur zu. Naja, aber auch hier. Ich muss. Ah, was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Was übersehe ich? Ich könnte mir vorstellen, mit den Schals könnte ich hier in den Maulwurfsminen die Ritze schließen, sodass ich die Fackel anzünden kann. Da haben sich diese Felsen aber ein... Was? Kleine Steinchen? Irgendwer hat hier vor langer Zeit wohl ein paar Felsen zerschlagen. Aha. Aha. Am liebsten hätte ich die eine Nummer kleiner und weniger schwer. Ja, okay, das haben wir jetzt. Was für eine Aussicht. Ich kann sogar das Nachbarkönigreich von Velehill sehen. Okay. Die da irgendwie zustimmen. Ach nee, warte mal. Nein. Mit die Muschel ändert hier gar nichts. Na, okay. Also Steine mit. Das wird wohl nichts bringen. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, und die Mupfel, die ist so klein. Das wird wohl nicht. Ja. 100 pro die Schals könnte man dafür benutzen. Im Wald. Ja, an unserem Elternhaus war auch nichts mehr, was wir hätten machen können. Hier kommen wir auch nicht weiter. Der Anblick bricht mir das Herz. Rein will er auch nicht. Da waren wir, da ist der Fisch auch zu schnell für uns. Ah, warte mal. Eine Perle, die glitzert doch. Dazu muss ich... Ach, nee. Warte mal. Gib Perle an... Hey, schaut mal. Oh, was ist denn das? Ach, gar nichts.
Nur eine verdammt schöne Perle. Na? Bitte, zeigt sie mir. Oh Gott, wie süß. Ja, aber ich will hier die Flüstertüte. Da komme ich nie heran. Aber vielleicht kann man es irgendwie nach unten befördern. Bekomme ich dein Sprechrohr als Gegenleistung? Das kommt gar nicht in Frage. Ah, nö. Warte mal. Das wird wohl nichts bringen. Scheiße. Bekomme ich dein Sprechrohr als Gegenleistung? Das kommt... Okay. Ja, Soll ich's riskieren? Oh, was für eine wunderschöne Perle. Darf ich sie bekommen? Nein, nein. Nur anschauen, werte Dame. Ach, Menno. Einen Moment, bitte. Tritt sie das jetzt vielleicht runter? Dann, ja, ja, ja. Ein gut aussehender Waldbewohner. Ja, ich muss weiter. Die Zeit drängt. Sicher ich. Tö. Typisch Waldbewohner. Ja, ja. Und du, meine Wache, kommst wieder hierher. Natürlich, meine Hauptgefiederte. Deswegen das Stück Holz, was sich da bewegt. Haha. Und jetzt hat er keine Flüstertüte mehr. Jetzt ist mein geliebtes Sprechrohr weg. Naja, dann muss es wohl auch ohne gehen. Ja, ganz genau. Die Elsterwache austrägt. Hier lag das Sprechrohr. So, was mache ich jetzt damit? Damit kann ich ganz schön Lärm machen. Lärm. Wo bräuchten wir Lärm? In den Maulwurfsminen vielleicht? Nee, oder? Jetzt ist nicht der Moment, um sich laut... Okay. Also hier schon mal nicht. In der Grotte vielleicht? Jetzt ist nicht... Nein, auch nicht. Jetzt ist nicht... Mit diesem Boot kommt wohl niemand mehr weit. Es ist von hinten bis vorn morsch und gleicht eher einem Schweizer Käse als einem Wasserfahrzeug. Hm. Erdhaufen bekomme ich auch nicht bewegt. Was? Er stützt die komplette Vorderseite der Hütte. Ah. Alles bleibt stabil. Oh, okay. Ah, ein Königreich für eine Säge. Tja, was machen wir jetzt mit der Flüstertüte? Sprechrohr, Entschuldigung. Kann man ihm das vielleicht verkaufen? Nicht annähernd so schön wie die, die ich in meinem Lager habe. Na, was ist hiermit? Sie ist hübsch, aber in meinem Lager habe ich schon hunderte davon. Was übersehe ich? Moment. Jetzt ist nicht... Ihr bringt mir eine... Die ist doch von den Elstern, oder? Ich wohne so nah an der Stadtmauer, dass ich das tobende Gezwitscher ständig hören muss. Damit solltest du hier noch warten, bis die nervigen Mitgröhl-Refrains kommen. Okay. Ein durchaus hilfreiches Mittel für den Laien, der sein Wort zu verkünden gedenkt. Nicht jeder hat leider eine solch kraftvolle und wohlgeformte Stimme wie ich, welche voller Wonne durch das Gehör eines jeden zu fließen weiß. Wie wohlig warme Butter aus einer edlen, strahlenden Pfanne. Oh, okay. Also, ich kann den Musiker ja gar nicht auswählen, das ist ja krass. Tja, okay. Was mit ihm? Oh, in einem Schwanzschlag kann ich dir sagen, woher du das hast. Der Geruch von Eitelkeit und Dekadenz übertüncht jede andere Note auf diesem Ding. Ja, super, danke. Ihr seid zurück. Konntet ihr etwas... Nein. Ich ver... Ja, aber bleibt... Ah, das ist schon wieder so fast wie Discworld. Man hat so kleine Erfolge, aber sie bringen einen
einfach nicht weiter. Ah! So, hier im Wald, wo die Wölfe sind, da bräuchte ich auch kein Sprechrohr, weil... Oder doch? Ah, komm, wir probieren es mal aus. Da bräuchten wir... Warte mal, hier vielleicht? Jetzt ist nicht... Try-and-Error-Prinzip. Jetzt ist... Jetzt ist... Die Steine abschneiden. Wie soll man damit denn einen Fisch fangen? Ja, okay. Die Mupfel vielleicht. Wie soll man da... Ja, okay. Jetzt ist nicht der Moment, um sich lautstark zu verständigen. Tja, Freunde, ich weiß es nicht mehr. Ich würde vorschlagen, die Zeit ist erreicht. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung mehr. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mit ein paar neuen Ideen. Also, macht es gut. Genießt jetzt den Feiertag. NRW über 18. Adieu.